Ja, Mahlzeit miteinander. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai 2023. Was soll man sagen? Wie leite ich das ein? Ich habe eine Vorstellung. Also es haben ja schon Leute bemerkt, dass ich nicht mehr so viele Videos mache. Und ich habe Andeutungen dazu gemacht, aber ich möchte es doch mal in einem. Wenn ich jetzt sage kompakt, ist das eine gewisse Ironie, denn meine Videos neigen ja nie dazu, kompakt zu sein. Alles andere aber noch nicht das. Aber sagen wir mal, in einem konkreteren Gedankenfluss dazu etwas zu sagen. Sorry, ich darf meine Pille nicht vergessen, sonst ist mein Blutdruck wieder durch die Decke. Also, was ist passiert? Nun gibt es ja ohne Zweifel jeden Tag genug Ereignisse, die eines politischen Kommentars möglich wären. Ich hätte beinahe würdig gesagt, aber das ist eigentlich nicht mehr meine Empfindung. Also zu denen man einen politischen Kommentar möglicherweise machen könnte. Also gerade vorhin hat mir jemand etwas ge geschickt gezeigt. Ist im Fokus, jetzt plant Habeck ein Heizkataster. Also wo von jedem Haus, hier geht es wohl um die Häuserscharfe, das ist also die wohl nicht jede Wohnung. Das heißt, wenn man ein eigenes Haus hat, dann ist es natürlich, hier steht gebäudescharfe jährliche Energieverbräuche. Naja, ich wohne hier mit 100 Mietparteien, da ist das dann ein bisschen anders, als wenn man ein eigenes Gebäude hat, ein eigenes Haus oder ein Gebäude mit. Weiß ich nicht, wo ich früher gewohnt habe, was haben da gewohnt? 2, 4, 6, 8 Mietparteien. Nee, Moment mal, es waren ja 16, da waren ja jeweils 2 Eingänge. Also 16 Mietparteien, das ist natürlich dann schon anders. Ne? Natürlich kann man sich darüber auslassen, mit Recht. Es ist eine Art, wie hat man im Dritten Reich gesagt? Wie ist denn diese Blockwartmentalität, die da bei den Leuten geschürt wird? Denn ihr müsst verstehen, wenn es eine Ermessung eines Gebäudes gibt, dann weckt man insbesondere im Deutschen, es ist meine Überzeugung, insbesondere im Deutschen diese Neigung der gegenseitigen Beobachtung, Denunziation und so weiter. Es ist, ich will mal sagen, im Englischen hat man dieses Wort Mindset, Geisteshaltung ist so ein bisschen schon zu festgefügt. Also egal, ihr wisst, was ich meine. Also die allgemeine Einstellung ändert sich dann dahingehend. Und das ist, was insbesondere die Grüne Partei ja gerade fördert, also das Denunziantentum. Wobei auch die SPD und die Linkspartei sich dadurch immer wieder hervortun. Auch die CDU, also denen wir denken, dass diese ganzen, wie die Mentalität, die allgemeine temporäre Mentalität geschürt wurde in Zeiten von Corona. Und es fand auch genau das statt, was meines Erachtens erwünscht war. Nämlich ein um sich greifendes Denunziantentum. Und kein Volk auf diesem Planeten, es bleibt meine Behauptung, ist so anfällig dafür, sich gegenseitig zu denunzieren. Das hat einen ursprünglich positiven Grund. Ich verfolge ja derzeit sehr viele Videos von Ausländern, die in Deutschland leben. Oder solchen, die regelmäßig Videos über Deutschland konsumieren und kommentieren über, weiß ich nicht, Verhaltensweisen auf der Straße, was man will. Abgesehen davon, dass mir aufgefallen ist, dass Leute, die im Ausland Deutschland Videos betrachten oder sich hier als, weiß ich nicht, Amerikaner, viele sind natürlich, die meisten müssen ja Englisch sprechen, weil sonst verstehe ich es nicht. Also viele Amerikaner, Engländer, das macht wohl das Gros aus, möchte ich sagen, derer, die ich da sehe. Man manchmal das Gefühl hat, Deutschland muss ein Märchen-Zauberland sein, also ein Wunderland. Ne? Nun kann man natürlich umgekehrt sagen, im Vergleich zu, weiß ich nicht, also das Gesundheitswesen in den USA ist ja eine große Katastrophe. Das
wirklich nicht anders als menschenunwürdig katastrophal zu bezeichnen ist, aber das wäre ein Thema für ein anderes Video. Dann ist natürlich das in Deutschland für Leute, die aus Amerika, aus amerikanischer Perspektive schauen, noch immer paradiesisch. Es ist eine Frage der Relation. Ne? Nichtsdestotrotz, wir Deutsche, die in Deutschland leben, die gerade wir Älteren, erinnern uns ja an Zustände, wo es noch anders war. Und ich merke das, wie gesagt, viel aus Kommentaren von Videos aus dem Ausland oder Ausländer, die hier temporär in Deutschland leben. Also, wie gesagt, gerade aus dem angloamerikanischen Raum, höre ich immer wieder dieses: Die deutsche Gesellschaft ist eine Vertrauensgesellschaft. Und das ist, was unsere Kultur betrifft, unsere Mentalität, glaube ich, auch eine sehr zutreffende Beobachtung. Natürlich hat das alles immer eine Kehrseite. Es ging jetzt erstmal gut. Ein Beispiel, das oft hier gezeigt wird, wenn Leute aus dem Ausland, auch aus Japan, aus dem asiatischen Raum, hier unseren Bahnverkehr benutzen, unseren Nahverkehr. Also S-Bahn zum Beispiel hier in Berlin. Ich weiß nicht, ob es so eine Art Eisenbahn in der Stadt auch anderswo gibt. Ich bin in Deutschland nicht viel gereist. Stadtbahn könnte man es, glaube ich, auch nennen. Und so U-Bahn auch. U-Bahn gibt es in anderen Städten, weiß ich. Also all diese Art, wo man auf Bahnhöfe geht, ist in sehr vielen anderen Ländern der Zugang überhaupt nur mit Ticket möglich. Da gibt es solche, da sind so drei Stangen und da geht man dann durch, aber man kommt auf den Bahnhof ohne Ticket gar nicht. Ne? Also was hier in Deutschland üblich und normal wäre, weiß ich nicht. Wenn man seine Eltern besucht und die Eltern gehen dann mit einem zum Bahnhof und winkt, die Mutter winkt, Tränen überströmt, dem Sohnemann hinterher, wie er wieder zurück in die Fremde fährt. So, also, versteht ihr? Das ist in diesen Ländern ja gar nicht möglich. Das heißt, man verabschiedet sich relativ nüchtern vor dem Bahnhof und sieht dann den auch immer wen gemochten Menschen nur so an einer schnöden Ticketgrenze verschwinden. Und das ist, wir haben ja auch eine Bahn- und Bahnhofsromantik. Gut, die gibt es in anderen Ländern auch, aber diese Geschichte mit den Zugangsbeschränkungen zu Bahnhöfen ist auch eine relativ neue Sache. Ne? Also, jedenfalls bin ich mir relativ sicher, dass es das vor, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren noch nicht gab, also allein auch aus technischen Gründen. Ich weiß nicht genau, wann es aufgekommen ist. Das ist nur so ein Beispiel, aber ich glaube, das ist doch keine ganz falsche Perspektive zu sagen. Vom Charakter her ist der Deutsche an sich ein Mensch, der auf Vertrauen setzt und baut. Die Kehrseite davon ist natürlich, wenn der Deutsche das Gefühl hat, dass dieses Vertrauen erschüttert ist, ja, dann will er auch selber nachsehen, was ist da los? So. Das ist. Oder umgekehrt, es gibt ein zweites, was ich gerade aus dem angloamerikanischen Raum, das ist, was man in diesen englischen Videos The German Stare, also der deutsche Blick oder das deutsche Starren, Anstarren. Es ist tatsächlich so, in Deutschland ist es üblicher, dass man sich in die Augen guckt oder schaut. Während ich weiß es, ich habe mehrere Urlaube in England verbracht und kenne, glaube ich, auch die englische Mentalität relativ gut. In Britannien, also Schottland könnte ich jetzt nicht so sehr sagen, aber ich denke, auch in Schottland wird es auch nicht groß anders sein. In England, Schottland, also im angloamerikanischen, im Allgemeinen, ja, sagen wir mal also jedenfalls Großbritannien, bei Amerika bin ich mir schon wieder unsicher. Da guckt man sich nicht so an. Das hat so eine Art von, es ist so eine, ich sag mal, altenglische Höflichkeit. Man starrt nicht hin. Das gilt als etwas ja eher Kontinentales auf den britischen Inseln. Und während bei uns, man guckt sich also immer an. So, man hat sich im Visier. Und das ist die Doppelgesichtigkeit. Es sind ja Dinge alle immer eine Doppelheit. Ne? Also eine. Wenn eine Regierung immer mehr Gesetze erlässt, dann werden Bürger irgendwann auch der Regierung immer misstrauischer oder sie neigen auch mehr dazu, Gesetze abzulehnen, denn kein Mensch mag von allzu viel Gesetzen kontrolliert zu werden. Das heißt, es gibt dieses Paradox von Kriminalitätswachstum durch Zunahme von Gesetzen. Aber
Das wäre jetzt auch wieder nochmal ein extra Thema. Und natürlich ist es hier umgekehrt, weil wir Deutschen vom Naturell her eine vertrauensbasierte Gesellschaft sind. Das heißt, eine, die sagt, wir handeln das quasi unter uns. Man merke, bedeutet es umgekehrt, wenn nun der Stempel auf einem Haus liegt oder selbst wenn nur das Gerücht aufkommt, das ist es, das reicht ja schon. Wir wissen das aus den, ja, nicht schönen beiden Regimen, die in Deutschland im 20. Jahrhundert das Sagen hatten, dass die Deutschen dann leider auch sehr schnell dabei sind, wenn nur allgemein das Gerücht aufkommt, in diesem Hause, in dieser Region, in dieser Straße sei das und das im Gange. Ich lasse es mal jetzt bewusst offen. Dann fängt der Deutsche sehr schnell an, den inneren Blockwart hervorzuzaubern. Und ich denke, das wissen die, die hinter den Grünen sitzen. Auch diese Formulierung ist mit bewusster Absicht so gewählt, dass die das genau wissen. Denn ich habe ja oft gesagt oder manchmal gesagt, ich sage es auch hier nochmal, für mich ist der große zivilisatorische Bruchpunkt, der unsere ganze Lage erklärt, die Lehman-Pleite, die Pleite der Lehman Bank und die damals aufkommende Occupy, erst Occupy Wall Street und dann Occupy gab es ja dann, ich will nicht sagen weltweit, aber in großen Teilen der westlichen Welt. Also, ich glaube, in allen Teilen der westlichen Welt in irgendeiner Form und in großen Teilen oder in anderen Teilen der Welt teilweise auch. Also das Großkapital, um mich mal marxistisch auszudrücken, stand plötzlich vor der Situation, das war die Realität der frühen Occupy-Bewegung, Leute, die waren links, Leute, die waren rechts, Leute, die waren grün, Leute, die waren kapitalistisch, Leute, die waren weniger. Die waren, also Leute aus allen politischen Lagern fanden sich plötzlich zusammen in der Erkenntnis, wir haben ein Bankwesen, das uns regiert, das Profite kassiert, auch zu Lasten der Gesellschaft in seiner Struktur. Aber wenn die Zockerei schief geht, müssen wir, die Bürger, mit unseren Steuern dafür haften. Weil das Wort hieß ja damals systemrelevant. Ja. So, die sind also in einem gewissen System. Da ist man schon mal skeptisch, wenn man das Wort hört. Ne? Systeme, was für Systeme? Aber gut. Und dann kam, wie so eine überraschende Wende in einem Film, plötzlich die Identitätspolitik auf. Vor allen Dingen von links. Ob die von rechts auch so geplant war oder als Gegenreaktion entstand, darüber bin ich mir bis heute nicht klar. Es ist auch relativ unwichtig. Wir müssen nur die Tatsachen ansehen. Nämlich die Tatsachen, dass wir uns heute, 2023, im fortlaufenden 21. Jahrhundert in einem Zustand in den westlichen Gesellschaften vor allen Dingen befinden, in dem wir in so viele Kleinstgrüppchen gespalten sind, ja, wie noch nie. Und natürlich ist es dann so, wenn eine Gesellschaft in sehr viele Kleinstgrüppchen gespalten ist, vom Denken her, dann kann eine relativ unbedeutende, die sonst, wenn eine Gesellschaft in sich ruht, nur randständig unbedeutend ist, plötzlich eine Oberhand gewinnen. Und das ist, glaube ich, was gerade passiert. Hätten wir ein Zwei-Drei-Parteien-System wie in der alten Bundesrepublik, mit SPD, FDP als Zünglein an der Waage, wie man früher gesagt hat, und CDU. Und eine Gesellschaft, die so in sich ruhen würde, dass man sagt, okay, da gibt es, wir sind entweder CDU-Anhänger oder SPD-Anhänger, FDP war ja immer eine Kleinpartei, mögen auch unsere Programme nicht, aber sind in einem Frieden so miteinander, dass man sich nicht das Existenzrecht abspricht, um es mal so als allgemein zu sagen. Wenn aber die Sichtweisen, wir haben zwar noch Parteien, also wir sehen ja einerseits im Bundestag heute wesentlich mehr Parteien als zu Zeiten, weiß ich nicht, von Helmut Schmidt zum Beispiel. Ja. Damals hatten wir drei, heute haben wir fünf. Potenzial der Zunahme ist auch da. Und es war eine,
Es ist eine seltsame Wende diese tiefe Gräben. Man sieht das in den Vereinigten Staaten, glaube ich, ganz besonders, wo die Menschen auch noch mal etwas emotionalisierter sind, wenn denn Politik ausbricht. Das Interessante der amerikanischen Mentalität, was Politik und Religion ist, allgemein gab es lange Zeit ein, darüber diskutiert man nicht. Wenn aber das in den amerikanischen Staaten, in den Vereinigten Staaten von Amerika diskutiert wird, dann brennt meistens die Luft. Das sieht man jetzt dort auch in noch viel überemotionalisierterem Maße, als das in alten Europa der Fall ist, wobei das aus Amerika ja auch herüberwirkt. Ich glaube auch mit Absicht und gesteuert, um ganz ehrlich zu sein. Auch wenn das nur ein Glaube ist, ich sage das, oder eine Überzeugung, weil mir so viel Zufall einfach zu viel ist, um mal meine rationalere Begründung zu nennen oder eine ganz wesentliche. Wenn sich in so vielen Ländern so viele Dinge so parallel entwickeln, ist für mich der Glaube an Zufall einfach oder Automatismus einfach weit, weit überdehnt. Aber so, das ist meine Erklärung im Wesentlichen. Und natürlich ist dann der Fall, dass eine Gruppe, die vorher unbedeutend war, denn Leute, die extreme Angst, was Klimawandel betrifft, ja, die gab es auch schon in den 80ern. Vermutlich auch schon in den 70ern. Wir kennen ja auch schon die Zeitungsberichte aus den 70ern. In den 70ern war die große Angst vor Klimawandel ja die neue Eiszeit, die jahrelang. Ja. Dann gibt es so eine Vereinigung wie der Club of Rome, der das seit Jahrzehnten, man möchte bald sagen, jetzt mittlerweile Generationen betreibt, Ängste zu befördern, also zu schüren. Ich bin jetzt nicht in der Lage zu sagen, ob berechtigt oder unberechtigt, aber sagen wir mal so, wir haben jetzt rund, wenn wir sagen wir, was haben wir, 70er, 80er, 90er, Nuller, 10er, 20er, also seit 5 Jahrzehnten, die ich erlebt habe, mehr oder weniger, ist es eine Aneinanderreihung von nicht eingetretenen Katastrophenprognosen. Also wenn wir sagen, oder was einige dieser Organisationen sagen, weiß ich nicht, bis ins Jahr 2000 müsste der Meeresspiegel um so und so viel Meter ansteigen. Also sagen wir mal jetzt, was haben wir jetzt, 2023? Nehmen wir es mal, um es nicht zu kompliziert zu machen. Mathematisch ist nicht meine Forte. Sagen wir, eine Klimaorganisation würde sagen, bis 2100 steigt der Meeresspiegel um 80 Zentimeter an. Die großen hohen Zahlen von mehreren Metern wird ja nur von wenigen vertreten. Ich sage mal, irgendeine Klimaorganisation würde es sagen. Ich glaube, da liege ich auch von der Richtung her in einem guten Mittelwert, was aktuell so debattiert wird. Dann müsste das de facto bedeuten, dass seit 2020, ich nehme jetzt einfach mal diese Zahl, um es mathematisch einfach zu machen, der Meeresspiegel jedes Jahr 1 Zentimeter in der ganzen Welt angestiegen sein müsste. So, das müsste dann, selbst wenn wir sagen, es ist mal mehr, mal weniger im Mittelmeerwert, müssten wir ja jetzt jedes Jahr 1 Zentimeter sehen, wenn das 80 Zentimeter sind. Und wir haben einfach Fotovergleiche, in denen wir erweisen können, dass das nicht wahr ist. Nun können die natürlich sagen, ja, es gibt dann einen Kipppunkt und plötzlich, wuff, mit einem Schlag. Na? Für mich ist das, obwohl ich weder Klimatologe noch Physiker oder was da sonst zur Wissenschaft wichtig wäre, dann irgendwann auch schwer vorzustellen, dass es sozusagen von einem Jahr aufs andere plötzlich um 80 Zentimeter sind oder irgendwann im Jahre, weiß ich nicht, in den letzten 3, 4 Jahren jeweils 20 Zentimeter mit so einem Schwupp macht. Also das weiß ich nicht. Erscheint mir zumindest ein bisschen wagemutig, ich sag's mal so, zu behaupten. Ne? Das heißt, und dann, wenn wir Prognosen nehmen, also Al Gore zum Beispiel, der ja seit Jahrzehnten auf diese Tour ist und dann immer sagt, wenn wir bis dann und dann nichts gemacht haben, wird dann und dann der große Klimawandel einsetzen und die Welt verloren sein. Und diese Daten gab es ja schon mehrfach und etliche davon haben wir auch lange hinter uns. Was nicht unbedingt heißt, dass es keinen gibt oder keine Gefahr gibt, das will ich damit nicht sagen. Ich sage nur, wir haben eine jetzt 50 Jahre anhaltende Liste von Prophezeiungen, ich kann es echt nicht anders nennen, von Prophezeiungen, die eigentlich alle nicht eingetroffen sind. Und das ist wieder
Boy Who Cried Wolf, diese Geschichte, nun mag der Wolf da sein oder nicht, der Klimawandel existieren oder nicht, ich sage ganz offen, ich bin Soziologe, kein Klimatologe. Kleiner Scherz am Rande. Jedenfalls, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass wenn ich das, was diese Leute sagen, sage, es mir mit meinem gesunden, normalen Menschenverstande nicht mit der Realität, die beobachtbar ist, zusammenpasst. Und hinzu kommt, wenn man dann immer Einzelne sagt, ja da, irgendwas mit Inseln oder so. Ja, ich weiß schon genug von Geologie, um zu wissen, dass es auch einfach Landabsenkungen gibt. Ja. Also, um mal ein ganz primitives Beispiel aus einem wissenschaftlichen Bereich, der mir etwas näher liegt, zu nehmen. Ich bin zwar kein Archäologe, sondern Historiker, aber Historiker müssen sich ja unter anderem auch auf archäologische Befunde beziehen. Dann weiß ich zum Beispiel als Historiker schon, dass es dass Landabsenkung etwas Normales ist. Und wir können das auch praktisch überall sehen, wo es Reste von alten Städten sind. Die sind nämlich alle abgesunken. Ne? Also ich habe hier zum Beispiel in Spandau ein eindrückliches Beispiel. Hier gibt es die Reste eines Nonnenklosters. Die sind unter einem Gebäude und man hat das untere Stockwerk so ein bisschen verglast, also mit Glas umgeben, sodass man auf das freigelegte Rest, den freigelegten Rest dieses Kloster, dieser Klosteranlage sehen kann, aus, weiß ich nicht, ich sag mal 13, 1400, also so Spätmittelalter oder Mittelalter jedenfalls, also aus mittelalterlicher Zeit. Und das ist halt ja, knapp 2 Meter, 2,5 Meter unter dem Level, den Spandau heute hat. Das heißt, es ist nach unten gesunken. Wir haben auch andere Absenkungen, also von Inseln, von Gegenden. Das ist, tja, das ist zunächst mal nichts Ungewöhnliches. Das heißt, es ist die Frage, wenn dann tatsächlich irgendetwas überflutet oder eine Insel versinkt, dann müsste es ja quasi überall sein, also wenn es vom Klimawandel ist, weil es kann ja keinen Klimawandel geben. Also Wasser hat die Eigenschaft, eine Art Ausgleich zu schaffen. Ne? Und nun sind zumindest alle großen Meere, Pazifik, Indischer Ozean, Atlantik und im Grunde auch Mittelmeer miteinander verbunden. So, das ist wie mit dem ausgleichenden Röhren. Vielleicht kennt ihr das noch aus dem, was ist das, Physikunterricht, ne? Also Röhren, die miteinander verbunden sind, haben alle immer die gleiche Höhe. Also das dauert zwar bei Meeren vielleicht ein bisschen länger mit etwas Verzögerung, aber das kann ja auch nicht allzu lange sein. Ne? Das heißt, wenn das allgegenwärtig wäre, das heißt, wenn das Beispiel einer Insel oder einer Ebene, die dann unter Wasser ist, in irgendeiner Region der Welt beispielgebend wäre, dann müsste das ja auch in Deutschland, in den USA, New York, weiß ich nicht, Los Angeles, San Francisco. So, die liegen ja direkt am Wasser. Und wenn man 100 Jahre alte Bilder der Freiheitsstatue sieht, sieht man, ja, die ist nicht tiefer im Wasser in den letzten 100 Jahren als wie vor 100 Jahren. Darüber kann man alles wunderbar argumentieren. Das Problem ist, wie soll ich sagen, um mal zurückzukommen auf diesen Habeck-Plan Heizkataster oder die, wie heißen die Dinger? Ich kann mir das nicht merken. Warum? Wärmepumpen? Ach, beim Apollon. Ich werd alt. Nee, Leute, im Ernst. Also dieses Gesetz, das jetzt auf Eis gerade liegt oder vielleicht auch nicht. Warme Pumpen. Ich glaube, so heißen diese Dinger. Sie aussehen wie Ventilatoren. Ich weigere mich auch irgendwo in einem Kopf, mich damit ernsthaft weiter zu beschäftigen. Denn es kommt quasi, ich sage es mal so, wie ein Fatum über uns. Ne? Und ich erinnere mich an etwas, der erste Historiker, also der als ernsthafter Historiker und nicht nur als Geschichtenerzähler oder Legendenerzähler galt und sich selbst auch definierte, war Thukydides, der unter anderem bekannt oder vor allem dadurch bekannt wurde, die Geschichte des Peloponnesischen Krieges, also der Krieg Spartas gegen Athen. Und dort gibt es den berühmt gewordenen Melier-Dialog. Die Insel Melos, ein neutral bleibende Insel, ein Inselreich. Und die Athener kamen nun dorthin und sagten, ihr werdet Teil des Attischen Bundes, also des Bundes unter Athen. Und ihr sagt, nein, wir wollen neutral bleiben, wir wollen uns heraushalten. Und
Für die Athener galt die Logik, sie erklärten sie den Meliern auch ganz klar. Leute, das geht nicht, denn wir können nicht riskieren, dass wenn wir hier weg sind, ihr eure Meinung nicht ändert und dann am Ende Sparta beitretet. Ihr tretet uns bei oder, es war ganz klar, wir machen euch mit Mann und Maus platt. Die Melier versuchten in vielfacher eleganter Weise dagegen zu argumentieren, aber der athenische Gesandte schloss schließlich mit den Worten, es ist alles schön, was ihr hier an Worten zu sagen habt, aber der Gang der Welt ist, dass sich die Starken nehmen, was sie wollen und die Schwachen müssen es geben. Das heißt, das Schwert entscheidet. So. Und so war es auch. Die Melier weigerten sich und wurden platt gemacht. Die Athener argumentierten das auch beispielhaft. Ja, wenn wir euch jetzt verschonen, werden andere sich auch entziehen. Geht nicht. Das ist, es gibt eine gewisse Logik des Krieges. Ich beurteile das jetzt nicht moralisch. Aber es gibt eine gewisse Logik des Krieges, die leider, wenn man einen Krieg nicht überleben will, ist, von Gewinnen ist gar nicht die Rede, sondern wenn man überhaupt nur einen Krieg überleben will, kann man sich der gewissen Logiken des Krieges auch nicht entziehen, weil man sonst entweder von der anderen Seite versklavt wird oder wie im Falle der Melier ausgelöscht, gelöscht. Ne? Das ist einfach die Wahrheit von Kriegen. Ne? Ich sage das nur zum Thema eines aktuellen, mit allen Ehren, die ich dem Ansinnen von Pazifismus, man kann natürlich jetzt auch sagen, geht uns nichts an, das ist eine andere Diskussion. Ne? Aber ganz ehrlich, also wen man immer als den Angegriffenen sieht, das ist, darum geht es jetzt gar nicht, es ist ein Krieg, der stattfindet. Wenn man einen Krieg hat, der stattfindet, gibt es nur Sieg oder Sklaverei oder Sieg oder Tod. Das ist die unausweichliche Realität der Welt. Und dazu brauchen wir auch gar keine Kriege. Das ist mit der Macht genauso. Wobei Macht ja auch andere Macht sein kann. Es muss nicht unbedingt Schwert sein, wobei sie an diese gekoppelt ist. Denn wir haben ja nun eine sehr stark grün gefärbte Regierung. Ich meine, es ist eher weltanschaulich als unbedingt an die Partei gebunden. Denn die Vergrünung der CDU und der SPD ist ja auch da. Das heißt, es sind sozusagen, wir haben eine grüne Partei 1.0, das ist die grüne Partei, eine grüne Partei 2.0, das ist die SPD und eine grüne Partei 3.0, das ist die CDU. Ja. Das ist einfach meine Sicht auf die Parteien. Es gibt drei grüne Parteien und die unterscheiden sich nur marginal. So, das ist meine Sicht auf die aktuelle Einschätzung der Parteien. Und dieses Gedankengut, dieses Gemenge von Gedanken, muss ja durch Personen vertreten werden, die an Schaltstellen von Macht sind. Also Senatoren, Innenminister, Staatsanwälte, was man will. Also alle, die die gesamte Verwaltung durchziehen. Ne? Lehrer, Professoren, Universitätslehrer, was man will. Ne? Leute im Kulturbereich. Ihr versteht, was ich meine. Und dann führt es dazu, dass Leute Tag aus, Tag ein von einer Theorie beschallt werden, von einer Weltanschauung beschallt werden. Auf der einen Seite, das ist wie in dem Gedicht, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Ne? Man hat also Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits die Beschallung durch die Propaganda. Man hört es überall, also muss es wahr sein. Das ist leider des Menschen Schwäche, dass wenn er etwas vielfach hört. Bei mir ist es umgekehrt und ich hänge mich da an Mark Twain, von ihm, der gesagt hat, immer wenn ich mich auf der Seite der Mehrheit wiederfinde, wird es Zeit, innezuhalten und nachzudenken. Das ist mein natürlicher Reflex. Wenn ich allzu viel Applaus und Zustimmung bekomme, dann werde ich erstmal misstrauisch. Das ist mein Instinkt. Weil von allzu vielen Leuten gemocht, applaudiert und für klug und weise zu halten, ist tendenziell eher ein Alarmsignal. Ich weiß, das ist keine Form von Misanthropie. Aber die Masse, ich sage es ganz ehrlich, hat so zielsicher den Instinkt, falsch zu liegen. Aus meiner persönlichen Sicht. Ich gebe zu, sie ist ein bisschen philosophenaristokratisch. Nicht ganz mit historischer Berechtigung, wie ich einräumen will, aber doch. Die Masse ist so zielsicher auf der falschen Seite immer.
und immer wieder, dass sie hinter sich zu haben einem klugen Menschen Grund geben sollte, seine eigene Position sehr gründlich zu überprüfen. Was ein bisschen auch schon vorwegnimmt, zu erklären, warum ich heute weniger kommentiere. Wenn man fein die Zwischentöne hört. Jedenfalls umgekehrt, jetzt haben wir ja das eine, um auf das zurückzukommen, wir haben also das Propagandistische, wenn man es überall hört, sind die meisten Menschen geneigt zu glauben, es muss auch so sein. Da haben wir wieder das Problem, die Deutschen als Vertrauensgesellschaft, wenn sie es in ARD, ZDF, Spiegel und von, weiß ich nicht, berühmte Schauspieler, die dann im Fernsehen sagen, ja, das ist so, und anderes Personal, um mal etwas freundlich im Wort, in der Wortwahl zu bleiben, immer wieder zu hören ist, ja, dann ist insbesondere der Deutsche, aber jeder Mensch in allen Gesellschaften per se so gestrickt, zu sagen, es müsse so auch sein. Während ich umgekehrt den Dissens, die Nichteinigkeit für das logisch-natürliche halte. Denn logisch ist, wenn Menschen ihren eigenen Interessen folgen. Und die Interessen jedes Menschen sind zunächst einmal grundverschieden, von der Natur gegeben her. Also auch von der Verteilung. Es gibt endlich viele Güter auf diesem Planeten. Da kann es, und Wünsche sind per se unendlich, da kann es gar nicht anders sein, als dass der Naturzustand der Menschen miteinander der Dissens sein muss, nicht die Einigkeit. Das heißt, ich betrachte als Soziologe, wie als Philosoph, wie als Privatperson, die große Einigkeit von sehr vielen als etwas extrem Unnatürliches, Unerwartbares und Unrealistisches. Wenn ich also, und wir haben heute von so vielen Leuten eine Einigkeit in den großen Fragen, ich sag's mal jetzt im weiten Sinne, ohne sie benennen zu wollen, weil man begibt sich bei YouTube ja auf schweres Terrain. Ihr kennt die üblichen Verdächtigen ja alle selber. Dann fällt mir das auf als etwas, wie gesagt, Unnatürliches. Ich habe das in genug Videos auch schon darauf hingewiesen, wer mir länger folgt, weiß das auch. Und drum für die Neueren sage ich es auch nochmal. Denkt an einen Schrebergarten, Kleingartenverein. Weiß ich nicht, 20 Mitglieder. Ich habe, oder weiß ich nicht, Kegelclub, 10 Mitglieder. Kaninchenzüchterverein, auch 15 Mitglieder. So. Ja, dann habt ihr bei 20 Mitgliedern 20 Meinungen. Wie der Kleingarten, wie die Heckenhöhe zu sein hat. Die einen sagen 40 cm, die anderen 60, die anderen sagen, nee, das hängt von ganz anderen Begebenheiten ab. So 20 Leute, 20 Meinungen. Das ist meines Erachtens der Normalzustand des Menschen. Der Dissens. Der Konsens ist etwas, das Mühe erfordert. Zum Beispiel die kulturell und persönlich-psychologisch erlernte Fähigkeit zum Konsens, zum Verzicht um eines friedlichen Miteinanders. Diese Bereitschaft. Eine naturgegebene Einheitlichkeit der Meinung gibt es nicht. Die gibt es nur, wenn sie fabriziert ist. Weswegen man das im Soziologendeutsch, man kann den Begriff auch googeln, der fabrizierte Konsens. Ich glaube, die große Sozialforscherin Frau Nölle Neumann, meine ich, hat diesen Begriff geprägt, erfunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch schon Adorno und Horkheimer bezogen sich in Dialektik der Aufklärung in sehr starkem Maße darauf. Und ob man nun die beiden mag oder nicht, die Frankfurter Schule hasst oder liebt, ist völlig unabhängig davon. Die Beobachtung bleibt wahr. Man kann einen Konsens fabrizieren und das wird einerseits durch eine Art, ich sag mal im weiten Sinne, groß angelegte Unterhaltungsindustrie, zu denen ich Stern, Spiegel, ARD, ZDF auch längst zähle. Aber es gibt natürlich auch dann die Kehrseite, weil es gibt natürlich noch mehr Leute, denen das auffällt. Meistens eher instinktiv, es ist ein Unwohlsein. Ich denke, bei Corona war das bei vielen so. Sie konnten nicht den Finger drauf legen, hatten aber ein Unwohlsein. Natürlich auch, ich sage das ganz selbstkritisch oder ganz klar, ich habe den Luxus der Zeit, als Arbeitsloser über diese Dinge zu reflektieren. Wenn Leute morgens aufstehen, zur Arbeit gehen müssen, Maloche, kommen dann abends nach Hause, sich dann noch Frau und Kinder, also man hat, weiß ich nicht, also Menschen, die normal eingespannt sind,
haben einfach weniger Zeit. Deswegen ist es kein Vorwurf, wenn ich das sage, sondern einfach nur eine sozialwissenschaftliche Feststellung. Natürlich haben die weniger Zeit und dann sehen sie aber doch es instinktiv am Rande irgendwo wabert es, irgendwas kann hier nicht ganz stimmen, aber sie kommen durch das Eingespanntsein in der Arbeitswelt nicht dazu, darüber nachzudenken. Umso mehr Lob habe ich natürlich für die, die es trotzdem tun, ne? Was ich für eine große anerkennenswerte Leistung ansehe. Aber das genügt ja nicht. Denn die, die eine Vision haben, wie die Welt sein soll, wollen, wenn sie an einem Punkt der Macht angekommen sind, denen reicht nicht, dass sie die Leute mühsam überreden müssen. Gerade wenn die Realität die Weltbilder in zunehmendem Maße widerlegt. Ich lasse das so stehen, auch hier aus Gründen wegen YouTube. Das heißt, wenn die beobachtbare Realität in zunehmendem Maße abweicht von dem, was propagiert wird, und auch wenn die Maßnahmen in zunehmendem Maße harscher werden, sodass sie ins Private eingreifen, was immer wieder dann Befürworter in den Kipppunkt bringt, um wieder von Kipppunkten zu sprechen. Und auch das ist denen, die das betreiben, sehr wohl bewusst, wer immer es sei. Und so kommen sie natürlich mit der umgekehrten Seite der Kontrolle. Wie schon Lenin sagte, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist deren Geisteshaltung. Dass die Grünen insbesondere eine Neigung zum autoritären Utopismus haben. Und Utopismus, ich muss das ganz klar sagen, ist immer autoritär. Ein freiwilliges Utopia gibt es nur, wenn alle erleuchtet wären. Das mag eines Tages der Fall sein, wenn nochmal 10.000 Jahre vergehen. Das wissen die Götter allein. Das meine ich jetzt auch ganz unironisch. Aber ein Utopia ist immer ein erzwungener Zustand. Es gibt kein Utopia, wie gesagt, außer die Menschen fallen spontan alle in eine Erleuchtung hinein. Utopia ist immer erzwungen. Es gibt kein Utopia ohne massenhaften Zwang. Utopia ist deswegen immer auch ein Dystopia. Also es gibt eigentlich gar kein Utopia. Wie gesagt, es sei denn, die Menschheit würde spontan einen geistigen Entwicklungssprung machen, was ich, wie gesagt, im à la longue, wie man so früher sagte, nicht für ausgeschlossen halte. Aber das ist ja nichts, worauf wir bauen oder dass wir planen, dass wir in anderer Weise fabrizieren können. Dann können wir glauben oder wir können es lassen. Es ist also nicht im Bereich des Politischen. Jede politische Utopie ist dagegen per se immer eine Dystopie, immer. Denn selbst wenn sie das Gute befördern wollte, müsste sie Menschen, die das nicht einsehen, ja zwingen. Und auf der Klimadiskussionsseite hören wir das schon. Ich habe das erst letztens erwähnt. Dieses Frau habe ich vergessen, spielt auch keine Rolle für den Fall. Ihr könnt es selber nachlesen. Es gibt mittlerweile genug antidemokratische Tendenzen in der Klimabewegung. Diese Vorstellung, die breite Masse begreift es nicht oder ist zu bösartig oder zu niederträchtig oder zu faul oder was auch immer sie was in ihrer Vorstellung nach denken. Also ist das mit der Demokratie nicht mehr so ganz passend. Wir haben das ja immer wieder gehört, wir hören das immer wieder. Ja, wir haben die Wahl Demokratie oder Weltuntergang. Das ist. Und ganz allgemein gesagt, wenn jemand mit einer gigantischen Notlage als Argument kommt, wie Weltuntergängen, dann ist es eigentlich schon Zeit abzuschalten, nicht mehr zuzuhören und diese Leute als unbedeutend oder sagen wir mal für die eigene Meinung nicht mehr relevant beiseite zu lassen. Das kann man praktisch als feststehende, als hundertprozentig feststehende Regeln anfangen, anheben. Also ich meine, denn selbst für den unerwarteten Fall, dass ein gigantischer Planet oder Asteroid auf die Erde zuraste, haben wir einfach auch nicht die Mittel, das abzuwenden. Ne? Was übrigens meine Ansicht auch zum Klimawandel ist. Wenn es den so groß gäbe, sehe ich da gar keine Mittel. Ne? Also das ist von den 2%, die Deutschland ausmacht, ganz abgesehen. Aber das sind viele strukturelle Dinge, die ich als Soziologe und als Historiker einbringen würde. Warum? Wenn das so wäre, wären wir ohnehin unrettbar verloren. Also dann würden solche Maßnahmen auch einfach sinnlos sein.
Oder dann müsste man sich auf andere Dinge konzentrieren, ne? Wie wir mit der Katastrophe dann leben, weiterleben. Das wäre dann das sehr viel Wichtigere als die Frage, wie wir sie verhindern. Die ich, wie gesagt, wenn das stimmt, was die sagen, ist sie gar nicht mehr verhinderbar, meiner persönlichen Meinung nach. Was ich damit als Essenz sagen will, und ich habe das oft genug gesagt, es ist für mich fast ein Lebensfazit. Diskussionen sind zu 99% sinnlos. Und das meine ich gar nicht böse. Ich selbst kenne ja Leute, die YouTube-Kanäle betreiben. Ich glaube, ich bin jetzt nicht zu bösartig und er sieht es mir hoffentlich nach, wenn ich jetzt sage, Wetzold Plaub hat viele gute Ideen, das meine ich ganz unironisch. Gerade letztens hat er wieder ein Video gemacht und auch seine sonstigen Videos immer wieder von, weiß ich nicht, das Schulsystem müsste man, ja, absolut. Also ich bin, soweit ich es im Sinn habe, bei dem, was er gesagt hat, ich folge jetzt auch nicht allen seiner Videos, bin ich immer dabei, Schulsystem so und so zu reformieren, wobei ich seine Zentrierung auf das Naturwissenschaftliche, da bin ich nicht ganz bei ihm, das ist Sozialwissenschaft, also die, die ich gelernt habe, die Vernunft begründete, nicht gibt, halte ich schon von der Schwäche unseres Schulsystems. Und aber so, dass das reformiert werden muss und in eine bestimmte andere Richtung und auch vieles anderes, da bin ich bei ihm. Ich habe es ja auch, er hat ja auch ein Buch geschrieben von, wie hieß es noch? Ich habe es hier gerade noch neben dem Schreibtisch liegen. Na, Manifest der radikalen Mitte. Hat er ja viele Lösungsvorschläge auch gebracht zu Dingen, also sowohl in Politik als auch in anderen Bereichen. Aber das Problem ist so ein bisschen, viele Pläne habe ich gehört. Nee, ich glaube, es war sogar ein Zitat von Cao Cao. Aus einer Verfilmung, um es ganz ehrlich zu sagen. Insofern weiß ich nicht, ob es tatsächlich in. Es gibt in China einen großen Epos, das heißt die Romance of the Three Kingdoms oder ja, Romanz ist es nicht, denn es hat nichts Romantisches an sich. Die Geschichte der drei Reiche, das ist basiert auf einer, es ist quasi eine legendenüberhöhte Darstellung eines historischen Ereignisses und historischer Personen. Und eine historische Person, die sozusagen dort als ja, der zentrale Bösewicht vorkommt, ist Cao Cao. Eine Art genialer Feldherr. Es ist aber eine Tragödie, also keiner hat sozusagen am Schluss den finalen Sieg von den großen Protagonisten, aber egal, ich will jetzt hier nichts darüber spoilern. Der, wie gesagt, das ist aus einer Verfilmung, von daher weiß ich nicht, ob es auch im Roman drin ist, ist aber ein Zitat, das zu Cao Cao passt und das auch sehr schön ist. Viele habe ich darüber reden hören, was sie alles tun wollten, hätten sie nur die Macht im Reich. Aber keiner konnte mir sagen, wie er dahin kommen will. Mir scheint, ihre große Tugendhaftigkeit wird sie auch immer davon fernhalten. Und das ist ein Zitat, den ich mich leider 100% anschließen muss. Gerade in unserer Zeit. Ich höre unglaublich viele Kritik an Dingen, die schlecht sind. Das ist zunächst mal das Gros. Was läuft alles schlecht? Oh, wie viele tausende YouTuber, Twitteratis und wo es alles noch was darüber zu schreiben gibt, Blogger, was ihr wollt, haben zu lamentieren und auch zu überwiegend zu Recht, möchte ich mal sagen, großzügig, was alles falsch läuft. Sehr viel kleiner ist dann schon die Zahl derjenigen, die sagen, ja, ich habe Ideen, wie es richtig gemacht wird. Das ist ein schon relativ kleines Häuflein. Noch viel kleiner der, denen ich dann dabei auch zustimmen würde. Viele Lösungen halte ich für abstrus, undurchführbar oder persönlich nicht erwünscht. Was ich bisher noch nicht gehört habe, und einer mag mich jetzt korrigieren, wobei es eine Klammer dabei gibt, zu der ich gleich komme, wenn ich sie nicht schon wieder vergesse, ob meiner Dusseligkeit. Ich habe noch keinen Plan gesehen, wie wir dahin kommen. Denn das Problem ist, wie gesagt, und das ist jetzt nicht wegen Wetzold, es ist, weil ich ihn am besten kenne und er am meisten durchdachte Konzepte auch macht, von denen, die ich kenne.
die ich zum allergrößten Teil nicht alle, aber löblich und unterstützenswert fände. Ich möchte aber einen, ich meine jetzt auch einen realistischen Plan. Nicht wir wählen jetzt was anderes. Das ist kein realistischer Plan, sorry. Sondern einen realistischen Plan, wie wir A, dahin kommen, die Figuren, die strukturelle Macht. Es ist ja nicht nur eine Macht, besitzt ja die Grüne Partei, die hat 15%, 18%, was auch immer, die hat nie eine Mehrheit gehabt. Aber sie hat einen großen Einfluss, weil sie dafür gesorgt hat, dass die SPD und die CDU zur Grünen Partei 2.0 und 3.0 geworden sind. Dass ihre Ideologie an Schulen, Universitäten, Kultureinrichtungen, Bildungseinrichtungen, Staatsanwalten, Richtereien und so weiter sich, ich will nicht sagen durchgesetzt, aber starke Oberhand haben. Medien, ganz entscheidend. Wir wissen das auch aus Umfragen, wenn Leute Journalisten wählen würden, hätten wir 60% Grüne im Bundestag. Das heißt, das sind Dinge, die wir auch wissen. Das ist keine Theorie, das ist keine Verschwörungsbehauptung, sondern es ist eine Realität, die wir durch Studien faktisch auch zumindest in vielen Bereichen nach. Und ich bin mir sicher, wenn man Lehrer, Universitätslehrer, also Lehrer der Schule, Universitätslehrer, Leute aus dem Kulturbereich und so weiter, aus den Unterhaltungsbranchen, wenn man die alle befragen würde, kämen auch 40, 50, 60% Grüne dabei heraus. Und es gibt mit Sicherheit auch schon genug Studien, die darauf hinweisen, dass dem so ist. Und das ist das Problem. Also egal, ob die Grüne Partei jetzt 5% hat oder 10% oder 20 oder 25, sie muss keine Mehrheit sein. Sie bewirkt einen Wandel auf eine andere Weise. Und wir sehen das an den Klimaklebern. Dort ist eine winzig kleine Minderheit in der Lage, eine gigantische Mehrheit, ich meine das Wort jetzt nicht im strafrechtlichen Sinne, sondern im moralisch sozialwissenschaftlichen zu terrorisieren. So. Unter sehr viel wegschauendem, noch immer sehr viel wohlwollenden Auge des Staates. Bis hin dazu, dass wir heute auch wissen, es gibt vermutlich aus staatlichen bzw. staatsnahen Bereichen auch Gelder, die im weitesten Sinne in diesen Kreisen landen. Ich will mich dabei belassen, um mich hier nicht justiziabel mal zu machen. Jedenfalls, es ist, um es rein historisch ein Beispiel zu nehmen, die Bolschewiki haben sich ja als die Mehrheit bezeichnet, daher auch der Name, waren es aber nie, zu keiner Zeit. Die, die sie als Minderheit bezeichnen, die Menschewiki, die waren immer die Mehrheit in der revolutionären Zeit. Aber durchgesetzt hat sich die radikale Minderheit, weil sie Strategien hatte und die bürgerliche Mehrheit nicht. Also jedenfalls keine, die zu einem Erfolg geführt haben. Das ist das zentrale Problem. Unser politischer Gegner, um mal höflich zu bleiben, verfügt über Strategien, wie man die Macht ausweitet, deswegen ist er da, wo er ist, und auch wie man die weiter ausweitet, wie man sie absichert und wie man jede Möglichkeit verbaut, sie zu stürzen. Daran arbeiten sie Tag und Nacht und alles, was sie politisch tun, ist darauf abgezielt. Leider, und ich sage das bewusst und absichtlich, auch wenn es manche, die selbst aus bürgerlichen Reihen kommen, jetzt nicht gerne hören mögen, leider ist ein erheblicher Teil der bürgerlichen Gesellschaft, also der die untere bis obere Mittelschicht, so mal ganz grob gesagt, haben naive Vorstellungen davon, wie man in der Politik etwas ändert. Um es sehr vorsichtig und sehr wohlwollend auszudrücken. Wie gesagt, wir sind ja auf YouTube. Und da komme ich jetzt zu der Klammer. Natürlich mag es Menschen, Bewegungen, Gruppierungen geben, die Pläne dafür haben. Aber natürlich wären sie wahnwitzig, wenn sie die auf YouTube ausbreiten würden. Ich belasse es dabei. Ich muss es. Aber ich kann, da ich in Unkenntnis dieser bin, auch nicht anders als nur das mir Sichtbare kommentieren. Und was das mir Sichtbare ist, ist eine absolute Planlosigkeit bei allen, die dieser Vogue-grünen Bewegung sich entgegenstellen.
Ich höre immer, wie das Bärenfell aufgeteilt werden soll, um es mit einem alten Sprichwort zu bringen. Wie der Bär zu erlegen ist, darüber spricht aber kein Mensch. Und nun kann es ja sein, dass längst Dinge in Bewegung sind. Oder wie manche sagen, das würde sich von selbst erledigen. Ich bin da nicht so optimistisch, denn das war in der Geschichte, das kann ich sagen, leider extrem selten der Fall, dass sich Dinge von selbst erledigt haben. Oder sie waren so, na, wie soll ich mich mal ausdrücken, dass das Individuum es in der Regel nicht mehr erlebt hat, sondern dass es dann eine Generationensache war. Nun kann man zwar sagen, die Sowjetunion ist gescheitert, aber für die Generationen, die darin lebten, war das kein Trost. Und ich sage es ganz ehrlich, ich bin auch nicht schlauer. Ich habe zwar vage Vorstellungen, aber die sind alle so unrealistisch, dass ich ganz frank und frei gestehe, ich habe keinen Plan. Ich habe es schon in den Zeiten der Diskussion nie vermocht, entscheidend Leute zu einer Änderung ihrer Sichtweise zu bewegen. Und ich sage, ohne arrogant klingen zu wollen, dass ich glaube, dass die Fähigkeit zu argumentieren nicht zu den schwächsten und schlechtesten Menschen gehöre. Und trotzdem ist mir das in meinem Leben extrem selten gelungen. Sondern im Gegenteil kenne ich gerade, als ich noch Freunde in der Umgebung hatte, Freunde im klassischen Sinne, dass ich eigentlich mit all meinen Sichtweisen immer auf Granit gebissen habe. Gestoßen bin. Na, was auch immer. Und dann ist für mich die Frage, warum soll ich jetzt hier die tollsten gesellschaftlichen Theorien entwickeln, die Entwürfe für für ein besseres Schulsystem? Es ist ja alles da. Aber was soll ich das zum 2000. Mal, wenn wir dastehen und quasi wie sagt man, die Dissidenten im Club als geduldete Opposition schwatzen dürfen, noch? Zunehmend weniger, aber eigentlich nur unsere eigene Ohnmacht damit demonstrieren. Das hat auch etwas mit dem Alter zu tun. Wenn Leute jetzt 20, 25, 30 sind, dann sagen sie vielleicht mit Recht sowas wie, ja, ich bin für Akzelerationismus. Ich erkläre jetzt nicht, was das ist. Auch da bin ich mir zu unsicher mittlerweile, was YouTube betrifft. Oder sagen, ja, es erledigt sich von selbst. In 20 Jahren ist die Chose gegessen. Ich kann es mir auch gut vorstellen, absolut. So abstrus wie die Politik, insbesondere der Grünen Partei und der Grünen Bewegung ist, ist mir das im Bereich des absolut Vorstellbaren. Nur bin ich 52, dann bin ich 72. Und eine neue Gesellschaft, die heraufkommt ab meinem 72. Lebensjahr, wenn die Götter wollen, dass ich so lange überhaupt lebe, ja gut, das sage ich ganz ehrlich, ist für mich kein wirklicher Trost. Das ist also ein ganz persönlicher Grund zu sagen, ja. Was soll ich Fantasien haben über eine Nachwelt? Also die waren das Letzte, was die Jugend des Jahres 2050 zu tun haben wird, ist meinen YouTube-Kanal zu betrachten, um Vorschläge von mir oder aus meine Schriften zu lesen, um daraus das Handeln für ihre Zukunft abzuleiten. So. Das ist für mich ganz klar. Also ist die Frage, warum außer aus intellektueller Selbstbefriedigung oder um meine Eitelkeit zu demonstrieren, wie klug ich bin, sollte ich das fortfahren. Lange habe ich es ja auch getan, damit Leute sich nicht so alleine damit fühlen. Und das würde ich auch gern. Aber wie gesagt, was soll ich sagen? Ich will auch die Leute auch nicht aufregen. Ich habe auch das Gefühl, diese Empörungsgeschichte ist vielleicht auch eher kontraproduktiv. Ich bin ganz ehrlich mittlerweile der Meinung, gerade wenn ich sehe, ich bin nicht ganz aus Twitter raus, aber sagen wir mal zu 90, 95%. Ich gucke noch alle paar Tage mal vor 20 Minuten rein, aber dann bin ich wieder weg. Ich habe gemerkt, jeder postet eine Scheiße, was überall sich ereignet. Also gerade Twitter ist da ein Höllenloch. Und das Einzige, was es bei mir bewirkt hat, ich habe mich seelisch von Monat zu Monat immer schlechter gefühlt,
apathischer und fatalistischer. Das heißt, es hat bei mir nicht bewirkt, dass ich empört bin und jetzt handle oder handlungsbereiter bin. Und ich glaube, das bewirkt es eigentlich auch bei sehr vielen. Ich will nicht so weit wie aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, einer Mehrheit, aber doch bei sehr vielen. Und das glauben ja manche, ja, wenn sie nur posten, alles Unbill, was und Unrecht oder alles Empörende, was Politiker wieder vorschlagen und sagen und machen. Oder, weiß ich nicht, vor ein paar Tagen geisterte so dieses, ich weiß nicht, worum es ging, ich wollte es auch gar nicht wissen. Da waren Leute, die sich mit Farben besprühten und wie herumtanzten, als wären sie vom Wahn der großen Alten besessen. Ich weigerte mich, wissen zu wollen, was diese Leute bewegt. Ich weigerte mich. Und das haben, weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen auf Twitter runtergescrollt und weiß ich nicht, alle paar Scrolls runter war das wieder und wieder und wieder und wieder. Und das Einzige, was das bei Leuten bewirkt, ist Zorn und Apathie. Und nichts davon führt zu wirklichem Handeln. Die Leute sind immer wütender, die Leute sind immer apathischer, eins von beiden, vielleicht auch in einer bestimmten Reihenfolge. Und das war's. Ich bin ganz entschieden dafür, diesen Irren eigentlich keinen Raum zu geben. Ja, sogar so kühn zu sagen, es wäre sehr viel besser, wir würden sie komplett verschweigen. Ihnen nicht das zu bieten, denn das ist genau das, was sie wollen. Dass 100.000 wütende Twitterer und YouTuber über sie berichten. Das ist genau das, was sie wollen. Das ist ihr Ziel. Und so hart, wie ich es sagen muss, ihr tut genau das, was sie planen, worauf sie bauen und was ihr Wunsch ist. Dass sie, die kleine Minderheit, erscheinen wie ein Scheinriese und sich dann in Folge in den Köpfen der Betrachter, wie auch in unseren eigenen, weil wenn wir es immer wieder uns gegenseitig in unserer Blase auch darin verstärken, den Eindruck haben, umgeben zu sein von einer total woke, vergrünten Gesellschaft. Was durchaus gar nicht so sein mag. Und das ist für mich auch ein Grund zu sagen, ja, wenn ich jetzt weiter berichte, befördere ich auch nur, was diese kleine Minderheit eigentlich will, nämlich den Eindruck zu erwecken, sie sind allgegenwärtig. Das ist natürlich ein Dilemma, denn natürlich sagen sie viele, ja, man muss ja darüber berichten, aber es ist ein Mittel, die unser politischer Gegner sich zunutze gemacht hat. Die Empörung, das Triggern von Empörung, verhilft ihnen zu mehr Macht, zu mehr Einfluss. Das ist die Realität. Und das sind Gründe, zusammengefasst, warum ich im Moment eine Weigerung habe, über solche Dinge allzu groß zu kommentieren. Über Anschläge, ja. Lösungsanschlag ist auch ein schönes Wort. Lösungsvorschläge, wie gesagt, ja, ob nun meine, die Wetzolls oder die von 10 anderen oder 100 anderen, weiß ich nicht, ich bin mir sicher, der Schattenmacher, Schlomo, viele andere haben auch alle Lösungen, ob jetzt von rechts, von links, von liberal, von was auch immer. An Lösungen werden feilgebieten wie kostenlos Bier. Jeder hat Wahrheiten, jeder hat Lösungen. An jeder Ecke werdet ihr die zuhauf finden. Aber wie wir dahin kommen, sie zu verwirklichen, da ist das Schweigen im Walde. Ne? Da geht dieser berühmte St Runde, diese Strauch, diese immer dieses, dieses, wenn das so durch die Kamera weht. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Windteufel oder so ähnlich. Also diese, ihr wisst, diese Sträucher, die noch nicht fest sind, sondern so kreisrund. Das ist so, wenn als filmisches Bild, es tut sich nichts. Ne? Oder wie gesagt, vielleicht gibt es Leute, die wissen das und dann sind sie natürlich genug beraten, alles andere zu tun, als sich hier auf YouTube, auf Twitter oder sonst wo darauf auszubreiten. Aber als kleines Kritikpünktlein sei mir doch Folgendes gegeben. Die Linken hatten auch ihre Stichwortgeber. Ja. Rules for Radicals, Saul Alinsky, ne, unter Kennern jedenfalls bekannt. Wenn ihr es nicht, dann könnt ihr mal nach googeln. Alinsky Rules for Radicals, also Regeln für Radikale, in denen er
ich möchte sagen, in einem durchaus nicht ungenialen Schachzug erklärt, wie man zu Macht und Einfluss kommt. Ich glaube, so etwas wäre durchaus theoretisch schreibbar, auch heute. Wie weit das für uns übernehmbar ist, vermag ich nicht zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Denn es ist auch eine andere Zeit und wir können uns strukturell nicht unbedingt in allen Bereichen der gleichen Mittel begegnen wie den Leuten, die, ich sag mal, im weitesten Sinne aus marxistischem Urgrund erstanden sind. Oder vielleicht doch, sind ja manche vielleicht der Ansicht und können mir sagen, doch, das ist genau das. Aber dann würde ich es gern hören oder sehen, aber ich sehe es und höre es halt nicht. Gut, ich belasse es dabei. Es ist sehr viel Ratlosigkeit ins Mikrofon entlassen. Das ist so einer der wesentlichen Gründe. Und ein anderer ist auch, ich hatte das schon mehrfach gesagt, ich habe ja ein stark spirituell orientiertes Leben, das mich gerade sehr viel mehr bereichert und auch ein künstlerisches gerade wieder verstärkt, wo ich sage, anstatt mich den ganzen Tag damit zu fassen, mit allen Unbillen der Welt, die nichts, was ich sage, aufhalten wird. Und die dann in Kraft treten, wenn ich ohnehin uralt oder tot bin. Da habe ich einfach ein bisschen die Entscheidung getroffen, die Zeit, die mir bleibt, will ich nicht nur damit verbringen, die ganze Zeit Essig saufen zu müssen. Wie weit sich das ändert, ob in welchem Grad, über was es auch sinnvoll ist, vielleicht noch zu reden, könnt ihr mir mal auch in den Kommentaren vielleicht sagen, vielleicht habt ihr ja ganz grandiose Ideen. Versteht nur, dass aus diesen Gründen einerseits, weil es den taktisch dem Gegner in die Hände spielt, weil genau das ist, was er will, Empörungsvideos und Empörungstweets spielt dem Feind in die Hände, ist, was er will. Und auch, weil ich sage, warum soll ich zum hunderttausendsten Mal geniale Konzepte entwerfen? Bisschen Selbstironie. Wenn das ist, ja, Theorie auf Papier, ne? Oder in diesem Fall Stimme auf Datei. Ne? Wenn ihr irgendetwas Besseres und Klügeres wisst, lasst mich Ratschläge gerne in dem Kommentarbereich lesen. Ich glaube, wir haben jetzt noch vor uns Pfingsten. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, wann es genau ist. Ich hoffe, ihr habt jedenfalls eine entspannte Zeit vor euch. Genießt die Tage, lasst es euch nicht alles vergrätzen, lasst euch vor allem von Politik nicht total vereinnehmen. Es ist einfach meine Meinung. Die mag dumm oder weise sein, das vermag ich nicht zu sagen. Aber man kann sich an Dingen auch verbrauchen, ohne dass etwas erreicht ist. Und das ist dann durchaus in einem gewissen Sinne tragisch. In diesem Sinne, danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Und wie immer hoffe ich, ihr bleibt mir gewogen.